Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls. Ja, tut mir leid, dass gestern nichts gekommen ist. Es ist mal wieder Spätschichtzeit und ich bin vor der Arbeit wieder eingeschlafen. Es halt, ich arbeite hier in der Spätschicht um 14 Uhr, muss um 1 Uhr los, also kurz vor 1. Und wenn ich morgens dann noch im Bett liege, dann schläft man doch gerne nochmal ein. Und dann habe ich nichts mehr geschafft. So, wo sind wir jetzt genau? Also einmal ganz kurz gucken, wo wir sind. Feuerbandschrein, okay. Wir müssen also noch runter. No, tut mir leid, Katze. Ich bin gerade aufgestanden und habe die Katze von meiner Decke verscheucht. Ich sitze ja hier immer mit Decke, weil ich liebe es kuschelig. Aber er benutzt die Decke immer nachts zum Schlafen. Und ich muss ich hier immer verscheuchen, wenn ich aufnehmen möchte. Ne, Katze? Arme Katze. Jetzt muss er in seinem Wohnzimmer hocken. Er hat hier so eine Schachtel bei mir. Da hat damals Reggie ihr ganzes Wohnzimmer reingepackt. Also ein paar Sachen vom Wohnzimmer. Nicht die Couch und so, nein. Daraus habe ich ihm eine kleine Höhle gebastelt. Und da schläft er halt drin, wenn er die Decke nicht bekommt. Arme kleine Katze. So. Stimmt, hier war ja auch noch ein Bereich, ne? Wir wollten ja jetzt eigentlich zu den Drachen. Ruinen von Neu-London. Weißt du was? Wir gehen jetzt auch einfach mal zu den Drachen. Und gucken mal, was da abgeht. Vielleicht kommen wir da erst noch hin. Vielleicht ist es noch zu früh für uns. Ich weiß es nicht. Drachental. Hallo Drachental. Ich will nicht sterben mit meinen 30 Seelen. Ach stimmt. Da sind wir hier. Heißt das, ich muss hier diesen Weg hier entlang laufen? Also wirklich sicher fühle ich mich hier nicht, ne? Muss ich euch mal sagen. Hier gibt es sicherere Wege. Zum Beispiel nicht diesen Weg. Ey, das Drachental ist. Wo war der andere Weg zum Drachental? Es muss ja mehrere Wege gegeben haben, ne? Ist das hier? Eine Leiche. Ja gut, dann laufen wir halt hier lang. Ich weiß gar nicht mehr, wie man da zum Drachental kam. Es gab noch eine fette Tür. Wo war die? Könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, wo die war? Was war das? Ah, hallo. Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Ricky of Vinheim. I was once an established smith. Look at me now. Can you believe it? Ja, gib mir was. What is it? Was sollst du mir was geben? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons. Albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. Okay. Oh, wir haben übrigens zwei Seelen und wir sind menschlich. Oh Gott. Waffe verstärken. Oh, du kannst das auch alles? Hier ist direkt ein Schmied am Anfang gewesen. Lol. Grant. Wo habe ich den Grant her? Okay, das ist eigentlich eine schöne Waffe, ne? Am Anfang ist direkt ein Schmied, du willst mich doch verarschen. Naja. Was soll's? Funkeltitanit. Keine Ahnung, ich meine. Plus 102. Es gibt mir meine Waffe. Come back soon. Ja, du mich auch, komm. Smithing Ja, helps ist soothe gut. my nerves. Ich wollte das Gespräch beenden. Es ist die klassische Taste B, mit denen man Gespräche beendet, Freunde. Es ist die klassische Taste B. Und dann passiert nämlich das hier. Ah, nein, ey. Oh Gott. Okay. Wir haben somit den billigsten Tod aller Zeiten in Dark Souls erlebt.
Oh nein. Krieg ich meine Seelen wieder? Dankeschön. Ey, ich wollte doch nur gucken, wie meine Waffe aussieht. Nein, ich habe sie runtergenommen. Man merkt, ich habe einige Tage nicht gespielt. Ah. Wo ist meine Waffe? Gib sie mir sofort, sonst muss ich jemanden töten. Da. Wir haben 330 plus 257. Das sind dann insgesamt, na wer kann rechnen, 587. So. Dann wählen wir das aus. Okay. Hey, is that? Oh, I've never seen one like that. Huh? Not even. What a brute, please, friend. I'm a craftsman of Vinheim. I'd go hollow. Blaue Glut, ja, hier bitte. Oh, really? You are wonderful. I will forge a wicked masterpiece just for you. A weapon to make a legend out of. Okay. So. Und wenn ich jetzt die Hellebarde verbessere. Soll ich es einfach machen? Ich kann sowieso mit meinem Funkeltitanit nicht so anfangen. Kann ich auch eigentlich die andere Schwarzritterwaffe verbessern und gucken, was dabei rauskommt. Ja, fehlen nur noch zwei Funkeltitanit. Aber auf die 500 kommen wir trotzdem nicht. Wobei, wenn wir jetzt nochmal 139 verbessern, könnten wir in die Richtung kommen. Hast du nicht zufällig Funkeltitanit zu verkaufen? Aber gut zu wissen, dass du Magie verkaufst direkt am Anfang. Interessant. Na gut, wir brauchen noch zwei Funkeltitanit, dann können wir die Waffe verbessern und gucken, wie die ist. Wobei das Spiel dann wahrscheinlich zu Ende ist. Ist halt nicht, ich gehe jetzt nochmal nach Arno London und kaufe mir welches. Hallo? Wer bist denn du? Auf jeden Fall nicht sehr stark. Warst du nicht der Typ, der am Feuer gesessen hat? Hat er da nicht mehr gesessen? Kann das sein? Ist der wahnsinnig geworden? Ich glaube, der ist wahnsinnig geworden. Oh, guck mal, da ist jemand im Topf. Hallo? Komm raus! Lass uns spielen! Oh. Wanderfluch. Okay. Das hört sich speziell an. Wanderfluch. Was ist Wanderfluch? So. Körperteil eines Fluchopfers. Zeitweiliger Fluch ermöglicht Kampf gegen Geister. Oh Gott. Nein! Ah. Gegen Geister, also verfluchte Wesen, kann man nur kämpfen, wenn man selbst auch verflucht ist. Und die sicherste, wenn auch übelste Methode, verflucht zu werden, ist es, einem Toten ein Körperteil abzutrennen. Oh, ich weiß, wie das endet. Da, ich habe ihn schon ausgerüstet hier und du kannst weg. Ihr könnt weg. Was habe ich noch, was ich hier so reintun kann? Bomben, werden wir nicht viel bringen. Fernglas. Ja, keine Ahnung, tun wir das Fernglas hier rein und gucken wir mal, wie das funktioniert. Nein. Oh! Ist ja der Wahnsinn. Okay, ich glaube, ich sehe, wie das endet. Hier kommen jetzt Geister, Freunde, und wir können sie nur besiegen, wenn wir das Zeug hier einsetzen. Aber wir haben nur zwei davon. Ich weiß nicht, wie wir das ganze verdammte Gebiet damit schaffen sollen, aber ich mag dieses Gebiet jetzt schon nicht. Da leuchtet durch. Ich setz ein. Komm doch gleich bestimmt. Ich weiß nicht, vielleicht hält es einfach eine Ewigkeit an. Oder bis man stirbt oder so. Okay, One Hit ist schon mal gut. Das sind also die Geister. Ich weiß nicht, was ihr drauf habt.
Aha. Aber wenn ihr vorher sterbt, könnt ihr mir nichts. Oh, guck mal, da hängt auch einer im Wasser. Solange mir hinter mir keiner kommt, ne? Komm raus, spielen! Hallo? Wieso schieße ich so merkwürdig? Kann ich hier irgendwo auf dem Wasser laufen? Ich glaube da, oder? Wieso sind hier Leute gestorben? So, die kommen hundertprozentig raus, wenn ich hier rauflaufe. Ja, direkt unter mir. Ist klar, Dude. Oh Gott, da ist die nächste. Oh, da waren zwei. Muss hier aber der fetteste Loot aller Zeiten sein. Oh! Das ist gut. Endlich wieder eine Feuerhüterseele. Meine Fresse, hat es ewig gedauert, bis ich wieder eine gefunden habe. Die müssen ja richtig gut versteckt sein. Theoretisch muss ich hier eigentlich jetzt durch die Gegend laufen, nochmal durch die Welt komplett und hoffen, dass ich noch mehr Seelen finde. Ja, okay, wir müssen die also hier finden. Ach, das wird schön. Das wird schön. Es wird bestimmt Bereiche geben, wo 50.000 von diesen Geistern auf dich zukommen und du eigentlich keine andere Wahl hast, als zu sterben. Hallo Geister. Hab ich mir schon gedacht, dass ihr kommt. Hab ich schon auf euch eingestellt. Komm, schlag zu. Okay, die machen jetzt nicht so viel Schaden. Vielleicht bin ich einfach noch ein bisschen zu überlevelt für die. Das kann natürlich sein. Okay, ich weiß nicht, wie man da rüberkommt. Oh Gott. Ich hab's angekündigt und hier sind die. Woo! Was? War das? Okay, nicht getroffen, abgesoffen. Ich würde gerne diesen Hebel drücken, aber ich habe Angst, dass ich dann getötet werde. Na was? Oh, die lebt doch. Oh, hinter mir ist auch noch eine. Okay, blocken bringt da nicht viel. Aber so wirklich viel Schaden machen die ja auch nicht. Erst wahrscheinlich in der Masse sind sie gefährlich. Wirklich viel XP geben die auch nicht. Ich merke schon. Oh, noch mehr Wanderfluch. Jetzt kann ich sogar mehrfach sterben. Verrichtung bewegt sich nicht. Okay. Keine Ahnung, geht es da irgendwo hin? Ich wette, ich könnte wie schaffen, runterzuspringen, aber ich habe hier ein Treppchen gesehen. Treppchen. Hallo Geister. Ich wette mal den Nesselfluch, so hieß das so. Lässt genau danach, wenn der nächste Gegner kommt. 100 Pro. Aber warum ist hier keine Anzeige, die mir anzeigt, wie viel ich noch habe? Hi. Wieso hast du rote Augen? Das gefällt mir gar nicht. War das jetzt der richtige Loot hier? Guck mal, das ist eine Tür unten im Wasser. Wir müssen das Wasser beseitigen. Okay. Wird gemacht, Boss. Wird gemacht. Auch wenn ich kein Fan davon bin. Von diesem Bereich. Oh komm, ich sehe dich doch schon. Pariert euch. Wie kommt man jetzt da hinten hin zur Truhe? Ah, ich sehe. Ich sehe. Na ja, gut, dann mal hier rein. Hat das mein Wanderfluch noch aktiviert? Nein.
Ich leuchte nicht mehr. Also kann man es nur einsetzen, wenn man es nicht hat, okay. Oh nein. Bitte nicht. Es dauert ewig, bis sie hier ist. Huch. Ja. Komm runter spielen, wenn du willst, aber mach nicht so einen Scheiß. Sag mal. Weg mit dir. Loot. Loot. Oh, da ist noch jemand. Gezackte Geisterklinge. Ich wette, mit der Geisterklinge kann man sie auch ohne Nesselflucht töten. Ist sie denn? Au! Na gut, jetzt sehe ich sie wenigstens. Hör! Kommt einfach noch eine. Ich hab dich doch gesehen. Ich warte hier gerade Momente, um zu gucken, ob hier Geister kommen. Weil die brauchen ja anscheinend so eine Zeit. Ich seh die. Mädels, ich sehe euch. Jetzt kommt hoch. Ich will nicht, dass sie plötzlich hinter mir auftaucht. War doch kein Scheiß. Da kommen die aus dem Nichts. So eine ekelhaften. Na komm. Was haben wir zu befürchten? Außer zu sterben. Kommt! Tötet mich! Allesamt! Ich weiß, ihr wollt es. Hier. Mach eure Ohren denn kaputt. Ich bin böse. Da. Guckt wie. Wie gierig diese jetzt auf mich sind, weil ich ihre Ohren vernichtet habe. Ich böser Mann. So, was ist das jetzt? Natürlich nicht. Da ist schon wieder eine mit roten Augen. Nein. Ich weiß nicht, was sie macht, aber die ist böse. Kannst du mal aufhören zuzuschlagen? Oh gut, das hat ja funktioniert. Oh, ich bin froh, an dieser Stelle überlevelt zu sein. Ich bin sehr, sehr froh. Oh, guck mal. Da ist eine Leiter. Aber wir schauen uns erstmal hier um. Bevor wir irgendwelche seltsamen Leitern in Kaminen aufsteigen. Wie auch immer dann eine Leiter anbringt. Der Schornsteinfeger bestimmt. Oh, das Loot. Ich seh dich. Huch, da war noch jemand. Magst du sterben? Da kommt noch einer aus dem Boden. Wie ich diesen Bereich hasse. Ja, hi. Oh, greift die mich einfach an von oben. Ich glaube, es hackt. So. Laufen wir hier einfach noch ein bisschen rum, bis wir sterben. Ist ein guter Plan, oder? Oh, hi. Ach, ihr seid das die ganze Zeit mit diesen Schärfgeräuschen. Flugbissring. Oh, ist das ein Ring, damit ich sie ewig knechten kann? Verstärkt Fluchresistenz.
einer der berühmten Bissringe, die von Sir Arstor von Karim in Auftrag gegeben wurden. Trotz der grausamen Geschichten um seine Entstehung ist dieser Ring ein wertvolles Mittel zum Schutz von Flüchen. Hm. Oh, mein Nesselfluch hat aufgehört. Ich weiß nicht, können wir die Geister irgendwie doch so erledigen? Oder ist das jetzt wirklich random, dass ich jedes Mal bemerke, dass er wirklich weg ist? So, die Katze hat sich gerade Zugang in die Toilette verschafft, damit er sich da hinsetzen kann und sich einen Keks freuen kann. Ich weiß nicht, aber in letzter Zeit hockt er gerne im Bad rum. Frag mich nicht, er ist seltsam. So, laufen wir noch ein bisschen rum. Ich habe die Leiter im Kamin nicht vergessen, aber ich schaue mich hier gerne noch ein bisschen um. Kompositbogen, nice. Ah, hier ist auch ein Weg zum Drachental. Okay, müssen wir gucken, ob wir die Drachen erledigen können. Was ist denn das? Das ist ein Hebel. Und sehr viele Tote auf dem Hebel, was nicht wirklich gut aussieht. So, wir müssen aber noch ein Bonfire finden, ne? Das wäre eigentlich ganz gut. Cool. Vorrichtung bewegt sich nicht. Verschlossen. Geil. Na komm, gehen wir da hoch. Wer weiß, wo es da lang geht. Aber erst sterben wir, indem wir diesen Loot aufheben. Sicherheitshalber erstmal umschauen. Grüne Scherbe. Aber ehrlich gesagt, ich würde mich hier ungern eigentlich hinsetzen an einem Bonfire, weil hier einfach so unendlich viele Geister kommen. Gut, Freunde, aber was sich dann hier oben verbirgt, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.